Pani, ne? Pani. Tani. Scheiße, ich kann gar nicht in das Militärgebäude, weil dann werde ich sofort in die Mangel genommen. Ich guck mir gerade mal die Dingens. Die wat? Dingens an hier, die, Die wat? Die Spielerliste, die Namen. René Desktop spielt ja. Also mit Scheiße, mein scheiß Profil haben die einfach zurückgesetzt. Und Jurman Digger spielt hier mit. Alter, das bin ich auch. Ich spiele auf zwei PCs gleichzeitig. Potato spielt hier mit. Potato. Ah, mis ami. Werde ich noch verfolgt? Nö. Werde ich noch verfolgt? Nö. Der französische Experte hier. Ja, ich habe ja auch so einen dicken Hals wie so ein Franzosen, wenn ich lache. Ich habe ja auch Französischunterricht und da entwickelt man auch so einen dicken Hals. Entwickelt? Ja. Geil. Man muss dann nämlich immer ganz viele Croissants essen und dann setzt sich das Fettgewebe direkt am Hals an. Bei dir? Auf keinen Fall. Doch, aber nur am Hals. Und dann wird mein Kopf und mein Hals irgendwann mal so schwer, dass ich einfach nur noch mit meinem Kopf auf dem Boden rumschlitter. Bester Hut. Und ich esse jetzt mal Reis und ich bin ein Asiate. Ist das nicht rassistisch? Ich finde das sehr rassistisch. Hör bitte auf damit. Verhunger bitte einfach. Okay, mach ich. Okay, gut, dass wir das geklärt haben. Was haben wir hier? Hier ist noch was zu acen. Ich kann mich jetzt wehren. Ich habe eine Pickaxe. Wie wieder Typ aus Dark Souls, der alles wegsnackt. Kennst du, ne? Kennst du? Ja, kenn ich. Kennst du den Witz, der überhaupt nicht witzig ist? Kennst du den? Was ist denn das für ein Ding? Ja, Mario was ist Bart. Denn, was ist denn ein Smursh Backpack? Kein Plan. Ach, das ist ein winzig kleines Backpack, das kannst du mal schön sonst wohin stecken. Ist so eine Umhängetasche, wie Indiana Jones hat. Ich glaube, das möglich wär's. Geil. Geil. Style over Substance, sagst du? Ich weiß nicht, also die Substance ist schon so scheiße, da würde ich doch lieber zweimal drüber nachdenken. Yeah, man. Yeah. Außerdem bin ich hier gerade General Lee of the Earth. General Lee, man. Ist nicht General Lee? Auch von Takeshi's Castle. Jetzt auch Lee Adama. Ich weiß gar nicht, was der war. Ich glaube, der war kein General. Den kennst du nämlich nicht. Weil du nie Battlestar Galactica gesehen hast. I'm dying of Battlestar. The Battlestar. Galactica. Was? Was war schon das geile Zombie-Geräusch. Oh! Erst mal was trinken. So. Nochmal was trinken. Ich nehme nochmal einen Swig. Erstmal scheißen. Ich freue mich schon, wenn Scheißen eingeführt wird. Das Trinken sieht jetzt auch irgendwie besser aus. Kann ich mir nicht vorstellen. Bildest du dir das? Der swiggt jetzt richtig hart, Alter. Wenn man den Gaul macht, dann swiggt der richtig hart. Voll geil. Zischt er das dann einfach weg? Ja, dann trinkt er ein Bier auf Hartz IV. Das ist ein anderer Spieler. Töte den. Ich könnte natürlich jetzt wie so ein Geisteskranker mit meiner Pickaxe hinterherlaufen, aber. Das ist too risky. Und ich hab Angst. Der mich wohl gesehen hat? Ich wär's. So, da kommt man sich meinen weißen Arsch holen! Wenn er sich traut. Hier ist nur Bullshit. Sky, beweg mich jetzt in Green Mountain Richtung. Es dauert nur noch mindestens 4 Stunden und dann bin ich da. Ich renn genau zu dir, aber du rennst in die andere Richtung. Das heißt, wenn du unten bist, bin ich im Westen. What? Das ergibt auch gar keinen Sinn. Natürlich. Du läufst ja nach Norden. Ja. Nein, ich lauf nach Westen. Ach ja, du warst ja... Wo warst du noch? Irgendwo. Ich bin ganz im Norden. Ich laufe gerade Richtung Westen. Ach so. Schießt das nicht? Und wenn ich dann im Westen angekommen bin, bist du im Süden. Ja, das war der Plan. Würde ich ja nie deine Heslettenfresse sehen, was. Warum ist denn hier zu? Oh, da ist mein Hut! Jetzt habe ich die Wahl zwischen General Lee's Hut oder... Ich muss General Lee's Hut behalten. Ich weiß gar nicht, hatte General Lee einen Hut? Also wenn General Lee einen Hut... Der hatte mal so eine gegelten Haare. Geil. Na gut, aber wenn er einen Hut gehabt hätte, dann würde er das so aussehen. So eine geile Burg wie der und nicht so eine geile coolen Kanonenfahrzeuge. Ich habe Kanonenfahrzeuge, da kannst du davon ausgehen.
besten Kanonenfahrzeuge auf der ganzen Welt. Ich gehe nochmal in die Feuerwehr Station. Ich mache hier einen Long Way Round. Alter, man kann mittlerweile nach oben scrollen, während man, ne? Weißt du. Wie soll ich das erklären? Am besten gar nicht. End? Nee, man konnte im Menü immer keine Sache in die Hand nehmen und dann nach oben scrollen, soweit ich weiß. Jetzt geht das irgendwie. Zumindest habe ich mich innerlich darüber Mann! Ich kann nicht sprechen. Okay, wo ziehe ich die Axt? Da ziehe ich die Axt. Merken. Gehirn, merkt ihr das? Was denn das? Gehören? Was denn das? Gehören. Wenn das mal keine. Gehören. Ja, hier, das, ich hab so Hörner, wie in den Filmen Hörner. Heißt der nicht Horns einfach nur? Ich glaub, der heißt einfach nur Horns. Wo Harry Potter Horn. Plötzlich Hörner hat. Was? Wie, die kennst du nicht? Das ist doch voll der absurde Quatsch. Wie kannst du das denn nicht kennen? Wo soll ich das denn gehört haben? Das ist hier Daniel Radcliffe und der hat da einfach Hörner in dem Film. Einfach so? Einfach so. Ah. Das ist okay. Dann auch schon die Storyline, glaube ich. Okay. Das ist die Storyline eines 10-Jährigen. Nee, Quatsch. Die Story von Destiny ist die eines 10-Jährigen. Oh. Da hat der Produzent noch schnell seinen Sohn nachmittags irgendwas schreiben lassen. Ja. Und am Ende fliegt der Reisende in die Planeten. Alles explodiert in einer intergalaktischen Explosion. Das hat 500 Millionen Dollar gekostet. Ja, aber nur das Ende mit der Explosion. Die aber ja, nicht ja die hat nämlich Michael Bay gemacht. Und dabei sind mindestens 75 rentierte Schauspieler umgekommen. Deswegen. Die Familien, die mussten ausgezahlt werden. Dass der Dingens gemacht hat, hat mich voll gewundert. Bad Boys. Michael Bay. Hat dich gewundert, deswegen hast du den wahrscheinlich nochmal angeguckt und dachtest dir, der muss gut sein. Nee, aber ich dachte, ich wusste gar nicht, dass der so eine Filme gemacht hat. Da sind Explosionen drin. Natürlich hat er den gemacht. Da hinten ist ein Hirsch! Dein Arsch hole ich mir, Freundchen. Erstmal. Hier sind jetzt übrigens auch Gleise überall. Gleise, Gleise überall. Was? Ich bin jetzt auf dem Gleis. Eine neue Town auf jeden Fall. Nee, ein neues Dorf. Bist doch wohl der Neue in der Town. Ja, da zieh ich meine Axt, okay. Zieh ich hier die Waffe? I really need to drink. Aber ich habe nichts. Scheiße, den Wichser treffe ich von hier doch nie. Deswegen werde ich verdursten. Ich habe übrigens schon eine Waffe und die hat Munition, Junge. Ich bin richtig gefürchtet. Und wenn ich da gleich diesen Elch erschieße, einfach nur aus Hass gegen Elche. Was höre ich denn hier gerade? Fuck. Ach, Phantoms can hang von Deadmau5. Was? Jetzt hört er ja auch noch Musik. Klar, ich dachte, ich mach mal den René. Ich höre nie Musik. Ich hasse Musik. Ich höre nur das Schreien von sterbenden Menschen im Hintergrund. So ein Geräusch machen die. Ich muss ein bisschen näher ran, ich wackel viel zu doll, deswegen muss ich diesen Elch jetzt aus nächster Nähe ins Gesicht schießen. Ich hoffe, der läuft nicht weg. Das ist auf jeden Fall nicht das Muttertier, dieser gigantische Riesenzyklop. Alter, what the fuck? Was hat er denn für Skills? Die Reindeer-Skills. Oh, fucking Randy. Ich hab ihn in seinen scheiß Arsch geschossen. Das war's wert. Weißt du, der ist quasi plötzlich so losgesprintet und im Zickzack gelaufen. So richtig diese Ausweich. Wie so ein Zickzacks? Nein, wie so ein Spieler, der wegläuft. Zickzacks ist ein. Ich laufe jetzt nach dieser Stadt, die Dorf. Neben das Airfield ist. Gib mir eine Flasche Wasser. Wo bist denn du, verreisten Tun, du bist? Ich bin, glaube ich, hinter dem... ich bin bei dieser Hauptstraße, die oben im Norden da quer durchs Land führt. Oh.
Wenn ich da rauskomme. Also eiskalt gegen das Haus geflogen. Oh! Ja. Null Problemo, Junge. Ja, komm, Georg, wir fahren jetzt einfach über die Berge.